Die Richtung ist klar. Auf geht's zur Apfelernte. Seit ein paar Tagen ist die voll im Gange. Dabei ist Handarbeit gefragt, denn mit den leckeren Früchten muss pfleglich umgegangen werden. Schon leichte Verletzungen oder Druckstellen können später Probleme machen. Aber erst wenn sie die richtige Reife, Farbe und Geschmack haben, werden die Äpfel gepflückt. Wer noch nicht so weit ist, der bleibt noch ein bisschen länger hängen. Dabei ist das Wetter momentan optimal, anders als letzte Woche. Also wenn es nur heiß ist, dann geht es den Pflanzen wie uns selber. Wir verdrücken uns am liebsten. Die Blätter machen zu. Es findet keine Assimilation statt. Die Früchte werden nicht ausreichend ernährt. Und jetzt aber dieses Klima, wo wir jetzt haben, ist optimal. Die Blätter sind vital, geben den Früchten die Inhaltsstoffe ab und wir erwarten damit eine tolle Ernte. Im Moment ernten Martin Nüberlin und seine Helfer hauptsächlich Elsteräpfel. Süß müssen sie sein, etwas säuerlich und natürlich möglichst knackig. Nur so sind die Früchte gut genug für den Verkauf. Aus den übrigen wird Saft gepresst oder Schnaps gebrannt. Besonders am Herzen liegt Obstbauer Nüberlin seine neue Elsterplantage. Letztes Jahr hat er sie angepflanzt, schon heuer liefert sie tolle Erträge. Und der Geschmack stimmt. Er und seine Kollegen rund um Lindau können also mit den Ernteerwartungen 2011 zufrieden sein. Auch wenn die Ernte in diesem Jahr früher beginnt als sonst. Es liegt einfach daran, Klimaerwärmung ist wohl schon ein Thema, auch bei uns. Und wir haben einen Ausgang vom Winter gehabt, der war sehr mild. Dann zur Blüte, anfangs Mai oder Ende April sogar, war sehr, sehr schönes Wetter, permanent schönes Wetter. Es war immer warm, ab und zu ein bisschen Regen. Und das hat sich einfach aufsummiert, dass die Früchte einfach jetzt früher fertig sind. Bleibt ihm mehr Zeit, seine Früchte einzulagern. Bei kalten Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit bleiben die Äpfel in seinen Lagerräumen bis ins nächste Jahr frisch und knackig. So verkaufen sich beispielsweise Elsteräpfel weit ins neue Jahr hinein, als kämen sie direkt vom Baum. Jetzt gibt's allerdings erstmal die ganz frische Ware in Nüberlins Laden. Die Kunden haben sich darauf schon gefreut und greifen kräftig zu. So hat sich die viele Arbeit in diesem Jahr letztendlich gelohnt.